Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Starbound. Jawohl, wir sind wieder auf dem Schiff und ja, ein paar Sachen vorab als kleine Entschädigung. Erstmal als kleine Entschädigung nehme ich jetzt diese Aufnahmesession in Full HD auf, weil die letzte Aufnahmesession ja nicht mehr im normalen HD war. Und weitere Info, wir spielen auf einem anderen Server, nicht mehr auf meinem Rechner als Server, sondern auf einem richtigen Server und unsere Welt ist weg. Also, haben wir gedacht, macht nichts. Ja, ist da total egal. Wir machen jetzt hier. Ne, friss mal. Achso, ja, Moment. Ich habe Musik aus. Das ist natürlich doof. Habe ich auch. Ich habe wieder schöne Musik gehört beim Spielen letztens. So. Okay, ich habe nämlich hier das StarMap Upgrade MK2, wo ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Im Singleplayer habe ich es rausgefunden, ich muss mal essen. So, StarMap updated. New data has been uploaded to your ship's navigation systems. Select the beta sector from the top of the navigator in Galaxy View to advance. Dann machen wir das. Ja, nicht, wenn er mich in der Tür einsperrt. So, jetzt können wir sind nämlich hier auf Alpha Maya, wo wir eigentlich gebaut haben das letzte Mal. Aber es war alles weg. Aber jetzt geht's ab in den Beta-Sektor. Wo haben wir denn hin? Beta HR 8799 Pack 5735. Das klingt sympathisch. Beta Wezen, Beta Loxdoll. Beta Wezen, ich möchte noch Beta Wezen. Du möchtest doch Beta Wezen, okay. Da gibt's doch einen Flughafen, oder? Weze heißt er, ja. Achso. Wir haben hier Desert Jungle, ein kleiner Dschungelplanet. Oder nehmen wir großer, den doch. Oder ein großer Desert-Planet. Nehmen wir den kleinen Dschungelplaneten. Ja, ich bin total entzückt noch von Desert. Ja, okay, dann gehen wir zum Dschungelplaneten. Nach Beta Wezen. Okay. Ich bin ja ein bisschen traurig, dass unser schönes Haus, das war echt schön, das Haus. Ja. Wir können nicht mehr einen Charakter-Vibe dafür verantwortlich machen. Wir können nur Nitrado dafür verantwortlich machen. Scheiß Nitrado. Hätte ich dem mal meine Server-Files geschickt. Hör auf, mein Schiff auseinanderzunehmen. Das leuchte ich mit Infrarotlicht an hier. Disco Boys, Disco Boys. Ja, Beta-Sektor verspricht viele neue Sachen. Zum Beispiel in der Tür hängen bleiben zum Cockpit. Das ist super, ne? Das ja. Machst du auch zu Hause gerne. Mit meiner Taschenlampe in der Tür hängen bleiben? Ja. Das passiert schon mal, ja, ja. Ich glaube, es gibt noch keine neuen Erze, aber man kann halt neue Sachen bauen. Wir haben jetzt neue Sachen, oder was? Ja, genau. Wir müssen erstmal wieder Rohstoffe sammeln, weil ja alles weg ist, leider, was wir hatten. Alles? Ja, außer die Sachen, die wir am Mann hatten. Ja, gut. Huch. Ich habe ein blaues Pedal. Gut, wir sind gerade auf Planeten und schon leckt der Rainbird. Ja, ich merke es gerade. Der Baum fällt auch sehr langsam bei mir. Alter, ich habe jetzt gerade den Sound vorhin leiser, lauter gemacht und jetzt ist er zu laut. Das ist auch sehr gut. Oh, das Holz fliegt ganz langsam zu mir. Das ist ja, aber was ist denn hier los? Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Guck mal, wie lang. Sind die böse? Danke, ja. Nitrado. Da zahle ich. Oh, ich bin gleich tot. Da zahle ich hier gutes Geld für einen Server. Es leckt halt wirklich. Ja, das ist nicht so schön. Ich hoffe, das legt sich noch. Ich habe diesen Server auch noch nie mit jemandem ausprobiert. Ich habe immer nur alleine drauf gespielt. Alter, man versteht dich kaum. Ach, ich lagge auch noch. Ja, irgendwie schon. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Ach so, schön. Du laggst aber erst, seit der Server laggt. Also ich beam mich mal schnell nach oben. Wie kann das zusammenhängen, dass du laggst, sobald der Server laggt? Der Server. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht erklären. Hallo? Tja. Ah. Ja, 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 ja. Guten Tag. Guten Tag. Ja, nun. Das ist seltsam. Vielleicht legt es sich ja noch. Ich meine, vorher. Ah, das. Du Lex im Springen. Sieht das scheiße aus. Ach, schön. Kann doch nicht sein, dass mein Rechner da so viel Daten laden muss jetzt. Wie das hinter dir her schwebt. Die Sachen einem hinterher fliegen.
Ach Gott, ey. Was los hier? Aber vorhin habe ich ja Castle Crashers mit dem Tobi, mit dem Tobi Nator. Ach so, mit dem hast du Castle Crashers gespielt. Cool. Mit dem Chris gespielt und da hat's auch tierisch gelaggt. Vielleicht liegt das an dir. Ja, aber vorhin hat er den Server aufgemacht, also dürfte es nicht an mir liegen. Ich warte mal, ich gehe nochmal ein Holz fällen, während du nicht in der Nähe bist. Geh weg. Aber es wird auch nicht bei dir oder auf dem Server laggen, wenn ich lagge, oder? Baumfeld. Nee, stimmt, es laggt auch bei mir. Ich würde sagen, wir ziehen das jetzt mal eine Folge durch, beobachten das. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich doch wieder den Server selber stellen. Hat ja keinen Sinn. Ja, das dann ist natürlich unser altes Haus auch wieder da. Ja, wäre so gesehen auch gar nicht so schlecht. Ja, aber es wäre schade, weil ich dann bei dir immer so lagge, so wie jetzt. Ja, ist hier schon besser, hast du recht. Mann, oh, dann habe ich mich voll gefreut. Ey, wir haben einen eigenen Server. Ja, das wäre auch schön gewesen. Ja. Muss ich mal mit dem Herrn Nitrado mal reden. Was der sich da ausgedacht hat. Ich meine, Gronkh hat ja mal öfter mal erzählt, die haben gerade viele DDoS-Attacken. Ja, vielleicht liegt das da jetzt einfach dran, dass der Server laggt. Das kann ja auch sein, ne? Ja, aber dass ich im Skype also, dann auch lagge? Ja, aber nur minimal. Das kann auch Einbildung sein. So langsam, wie du gerade geantwortet hast? Nee, ich habe gerade tatsächlich langsam geantwortet. Ach so, okay. Warum greifst du... Ich kann ja mal ein angeregtes Gerät sprechen. Gespräch. Ich kann ja mal ein paar Rohstoffe mitnehmen hier, weil die, solange wir die bei uns haben, behalten wir die ja. Ach ja. Sieht schon geil aus. Aber ist ein... Okay. Oh, was denn da? Guck dir das mal an. Was denn? Links. Wow, wie soll man denn da durchkommen? Was denn? Ach, guck da mal links. Ja, ich weiß, wie man da durchkommt. Vielleicht kriegst du eine gewischt. Nee, ich schub's das Monster gleich da rein. Ach, guck mal, kann man abbauen. Ach, das ist ja geil. Tesla Spike. Cool. Kannst du sogar relativ schnell abbauen, musst du nur einmal mit der Goldhacke schief drüber gucken. Mit der Goldhacke schief drüber gucken, okay. Oh ja, auf einem Ding gelandet und baus ab, genau, damit ich da nicht drauf landen kann. Du Arsch. So. Was ist das? Das würde ich auch gerne wissen. Nein! 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 Spring! Nein! Ihre Neugier brachte ihnen den Tod. Tja, aber schön, dass ich noch dich beim Sterben höre, während ich mich auch noch werde. Ich werde auch schon wieder belebt und höre mich auch beim Sterben. Und dich auch noch. Was? Huch. Ach, saurer Regen. Ach, das auch noch. Ist ja ein super Planet hier. Auf jeden Fall unser Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde fast sagen, nächste Folge sind wir wieder bei mir auf dem Server. Und das vielleicht sind wir auch so nett und hauen die heute noch raus. Was meinst du? Heute noch? Ja, wir beenden die jetzt und bringen gleich eine neue Folge raus. Ach in so, einer halben Stunde. Ja, okay, das können wir machen. Okay, dann beenden wir diese Farce und wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. Also wenn ihr es später guckt, ist sie schon längst draußen. Auf jeden Fall kommt heute noch eine Folge von Starbound, weil die erste so verkackt ist. Es tut mir sehr leid, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Und wir sehen uns nachher wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen. Tschüss.